Herrschaften, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin's, euer Odo, und wir sind zurück in unserem Let's Play Pathfinder Kingmaker. Ich bin gerade draufgekommen, mein Stream ist gerade abgebrochen. Hahaha. Nachdem ich es geschafft habe. Wundervollerweise. Meine Charaktere abzudaten, das heißt ihnen höhere Levels zu geben, habe ich es dann gleich geschafft, das Spiel abstinken zu lassen. Gut, ich habe jetzt noch einmal 14 Tage in der Stadt verbracht und habe meinen den Tristan einen Rank gegeben. Eight-legged Plague. Das ist ein Problem. The rumors surrounding the bold hilltop proved true. The barony has been flooded with monstrous spiders, attacking the locals and slaughtering. Ja. Okay, wir können ihn dazugeben. Er ist jetzt plus 9 schon, weil er Level 2 ist. Wir müssen 15 erreichen. Wir könnten es natürlich riskieren. Wir können noch Crisis Points ausgeben. Wir haben 6 available. Aber wir machen das so. Wir riskieren das mal. Okay. Noch ein paar andere Sachen. Troll Invasion. Kasten arrived in the castle. Okay. Was ist das? Trade Taxes. Okay. Können wir nicht machen. Some Half-Elf Trading Fabric. War vielleicht doch nicht so gut, den Typen dorthin zu schicken. Bandits Outrage. Da können wir auch nur ihn hinschicken. Ist auch nicht gut. Proposal for cooperation. The free merchants from Absalom arrived in the region. They are ready to do business with the barony and their conditions are, if their conditions are met. Okay, Valerie, kümmer du dich drum. Vielleicht sollten wir hier Kanzler. Vielleicht sollten wir hier dann. Wie lange braucht denn der Harim noch für sein Dings? Oh, 46 Tage. Na gut. Und du brauchst 7 Tage hier. Oh, requires one day to solve. Okay, den einen Tag können wir ja wohl warten. Und danach kann er sich um Bandits Outrage, nein, um die Trade Taxes kümmern. Ja. To the Throne Room. Ich glaube, wir müssen jetzt dann auch irgendwann mal die Stadt verlassen und ein paar Sachen machen. Wir können nicht nur dieses Minispiel spielen, sondern wir müssen auch irgendwie Geschichte weitermachen. Your Grace Eye, Kasten has a troubled look on his face, I fear. There's another matter that requires your attention. I have been reports, many of them, from settlements across Null Marches. There are trolls in the forest, seemingly hordes of them. Okay. Rumors claim they are more than the typical savage beasts. They almost seem to show reason and tactics. Das geht wirklich nicht. They form groups, attack all at once, plunder the villages and carry away the peasants. Even stranger, kobolds have been spotted among them, their ranks, when usually they would be attacked on sight. Kasten falls silent for a moment. I'm not certain any of this is reliable. Fear builds mountains of molehills. Some of the rumors even say these trolls carried torches and burned down houses, seemingly unafraid of open flames. It's entirely possible the rest of the report could be exaggerated as well. Okay, the common folk will hardly heed any simple exhortation. Someone will need to go to the Null Marches to investigate. Blah blah blah, lawful neutral, a baroness duty is to her people.
I'll head south and look into the situation. Chaotic Neutral, do you believe trudging through swamps and chasing rumors to be part of a Baroness's duties? Okay. Nachdem Lawful Neutral am nächsten zu unserem ist, machen wir das doch glatt. Trolls who didn't fear fire? That sounded terrible and dangerous. Oh and terribly dangerous. If we couldn't rein them in, our young barony would be eaten up in a snap. Will sie das? Okay. Okay. Für all jene, die mir nicht zuschauen. Ja, Military plus 1 habe ich da durchgekriegt. Schauen wir es an. Wir warten einen Tag noch. Und wir haben einen Erfolg gehabt. Finde ich gut. So, jetzt kannst du dich um die Trade Taxes kümmern. So, wir brauchen einen DC-13. Wir haben plus 9, das heißt, wir müssen 4 oder höher würfeln. Ich glaube, das schaffen wir auch ohne Crisis Points. Tristan ist einfach genial, was das betrifft. So, dann lasst uns mal durch die Baronie ziehen. Ich habe keine Ahnung, inwieweit wir... Achso, warte mal, wir könnten eigentlich, das habe ich das letzte Mal ja auch immer so gemacht, wir haben da hinten eine Kiste, da können wir alles Zeug reintun, das wir nicht unterwegs brauchen. Also zum Beispiel diese Dinger hier. Dann, was ist das? Kann man das verkaufen? Ich glaube, das kann man verkaufen. Ich habe das dann versucht irgendwie zu schlichten. So. Was ist das? Stagger's Broken Charm, den können wir gleich verkaufen. Was haben wir da alles? Das können wir verkaufen, können wir verkaufen. Ich weiß nicht, ob wir das ganze Essenszeug mitschleppen sollen. Das ist urschwer über kurz oder lang. Vielleicht sollten wir das einfach auch verkaufen und pfeif auf das Essen. Das ist jetzt nicht ganz so schwer. Das ist nochmal der. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das jemals brauchen werden, aber es ist ziemlich wertvoll, also behalten wir es mal hier. Hide Armor plus 2, Leather Armor plus 1, Padded Armor plus 1 und Buckler plus 1. Na, vielleicht. Was ist das? Savage Bow. Aber den kann unser Mädel nicht tragen. Das ist ein Punching Dagger. Was ist das? Ein Great Club plus 2. Ich glaube, das kann man verkaufen. Naja, das ist einfach alles. Gut, passt. So, gehen wir mal zuerst zu den Händlern. Und dann aus der Stadt. Upsi, zu viel Wasser. Hui. Hey, funktioniert der Stream schon wieder nicht? Aber nicht nett von ihm. Boah, da kommt es ja heiß aus meinem Computer raus. Ärgerlich. Huch, ich glaube, ich habe das Spiel gecrashed. Oder? Schaut nicht so aus.
Vielleicht ist mein Internet gerade hinüber. Aber es schaut irgendwie nicht so aus. Interessant, wieso funktioniert das Streaming nicht mehr? Ah, jetzt geht's wieder. Interessant. Hello, my savior. Oh. You asked if we'd meet again. And here I am. Diese Tusse wieder. I see your fate has changed since last we met. Now you are the ruler who will determine the destiny of these lands. Und ich hoffe, du bist mir zu Service. Ja, danke. I will show you a place where we can finally meet in flesh, you and I. Deep in the woods, there is an old mossy ruins, long abandoned, nearly swallowed by the thicket. There is an old tree growing among the stones in the yard, which I remember as a seed. Shadow under its green crown, I call my verdant chamber. Ja, was auch immer. Visit me there, my lady. And come alone. A nymph's reward awaits you. I was happy to help, Nan. I hope I will be well rewarded for my efforts to save you, along with all your precious flowers and bushes. Oh, das ist meine Antwort. Much more than you can imagine, my brave protector. Boah. Ja. It's a trap. Okay, passt. So, wo sind wir hier? Ah ja, tatsächlich. Da ist ein neuer Händler. Werdl und Sachi. Hasuf, mit dir handeln wir hauptsächlich. Let's see what you have. So, wir haben gesagt, dieses Zeug können wir alles verkaufen. Warte mal, ist das ein Masterwork? Ich glaube ja. Achso. Oh. Warte mal. Amiri, du hast echt, du hast Chain Shirt plus 4, plus 1. Klaus 6, das ist besser als dein Ding. Sieht das aus. Das ist natürlich was Besseres, gell? Ja, Half Plate plus 1. Was hast du? Chainmail auf plus 6, na gut, passt. So, schauen wir mal. Das da kriegt die Amiri. Das ist etwas. Ein Bakra plus 1, warte mal. Nein, kann der Dings, der Zauberer kann ihn nicht nehmen. Also weg damit. Leather plus 1. Sag, was ist mit dir? Was Dings? Also ist doch Chainmail. Bist du irre? Und von uns alle Leute irgendwelche Chainmail-Sachen an. Nur du nicht, gell? Das Woodlands Aegis. Das ist noch besser. Okay. Also weg mit dem Dreck. Und Padded Leather ebenfalls. Okay, das verkaufen wir auch. Kein Mensch braucht das mehr, hoffe ich. Das verkaufen wir. Das braucht hoffentlich auch keiner mehr. Das verkaufen wir, gesagt. Das verkaufen wir, gesagt. Den Rest nehmen wir halt mit. Deal. So, wer ist das? Sachi. This, the Tiefling girl looks as though she's made of spring. She cannot stand still for a moment. She nods her head, snaps her fingers and taps her feet to an inner whirling song. Seeing you, she quickly waves her hand and breaks a white smile and immediately starts jabbering. Grace, welcome! What do you want? Scrolls I have. You want a rickette?
You won't regret it. I'll speak a bit more. Sure, sure, as you wish. Show me your wares. Who are you? Sachi, the latter gobbler at your service. Blah, 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 blah. Where do your goods come from? It's a family business. I've got siblings across all men. They pinch. Yeah, 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 yeah. Okay, schon mal her. Zeig mal her. Okay, scrolls kriegen wir bei dir. Alles, was das Herz begehrt, vielleicht. Auch eine Wand of Days. Okay, passt. Wer bist du? Wertel. Zeig mal her. Okay, du hast also Waffenzeug. Adamantine Full Plate plus 1. Für die Schlappen, für den Schlappenpreis von 18.650. Können wir uns das leisten? Für die Valerie. Aber es ist nur plus 1. Wenn ich das wieder verkaufe, bringt das fast gar nichts. Ich glaube, ich kriege viel bessere. Aber Adamantit. Was kann Adamantine? Enhancement plus 1. Und es ist Adamantit. Was bringt Adamantit-Rüstung? Ich meine, Adamantit-Waffen, weiß ich, kommen durch so Sachen wie Hardness durch. Aber was bringt eine Adamantit-Fullplate? Weiß das wer? Von euch wer? Nö. Oh, und wieder ein Netzwerkfehler, super. Das mit dem Streamen wird heute nichts mehr. Ist eh wurscht, das hört mir eh keiner zu. Puh. Weiß ich nicht, weiß ich wirklich nicht. Ich meine, hier hätte er etwas, was 10 Rüstung hat und jetzt hat sie 9 Rüstung. Ja. Bringt echt nichts. Apropos Rüstung. Miri, zieh doch bitte diese Rüstung an. Sonst rennst du so nackig rum. Guard. God. Citizen, Citizen. Na okay. Passt. Ist hier? God. Ja, wir können, glaube ich, durch irgendwelche Häuser auch rennen, aber das mache ich jetzt echt nicht. Das mache ich vielleicht außerhalb des Aufnehmens. Das ist aber gar langweilig, wenn wir Häuser durchstöbern und ausplündern. So, wen nehmen wir mit? Dich nehmen wir mit, dich nehmen wir mit, dich nehmen wir mit. Dich nehme mit, dich nehme mit. Ich glaube, das ist eine sehr gute Kombo. Und du bist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, sie ist tatsächlich nicht schlecht, so wie wir sie jetzt gemacht haben. Lassen wir das mal so. Vielleicht ersetze ich einen von den Nahkämpfern noch gegen den Harim oder sie. Oder den Markus-Typen. Aber die drei können sich gegenseitig unterstützen im Kampf. Jetzt mit dem Teamwork-Feed. Ah, funktioniert eh wieder. Schauen. Man muss nur schimpfen mit dem Ding. Hallo? Schaust du mich an, Kamera? Naja, wurscht. Okay, so. Bald Hilltop. Da müssen wir hin. Das ist mal das Erste, was wir machen müssen. Wir entern. Das ist ein Schiff. Da müssen wir jetzt ziemlich viel kämpfen, soweit ich mich entsinnen kann. Da gibt es ein Portal. Da kommen Monster raus. Wir sollten abspeichern. Ich glaube, es war nicht so brutal, dieser erste Kampf. Ja, vor allem, ich bin auch noch ein brutaler Nahkämpfer. Hm. Schaut gut aus. Ja, das sagst du jetzt so, aber
Stimmt das auch? So. Wo ist deine Spezialfähigkeit? Ist das die? Nein. Da ist die Spezialfähigkeit. Wieso ist die nicht da? Machen wir diese Spinne und greifen auch diese Spinne gleich an dann. So, warte mal. Du machst Justice plus 1 zu all Attacks. Na. Oder wieso nicht? Piercing. Concentration. Na. Was ist das? Armor Bonus. Ah, ich muss das immer wieder neu durchlesen. Ich habe zu viele Leute zu kontrollieren. Wenn nur einen hätte, wäre das okay. Sein Bonus noch aus Saving Throws. Nein, Saving Throws sind uns wurscht. Vor allem bei dir, du bist untot, du bist eh gegen alles immun. Nö. Damage Reduction 1 against Magic. Naja. Smiting klingt interessant. Sind diese Viecher evil? Wir wissen nichts über diese Giant Spiders. Na gut. Was macht Smiting nochmal? Bypassing Damage Reduction. At 6th level, the Inquisitor's weapon also counts as one alignment type. Chaotic, evil, good or ignorful for the purpose of bypassing damage. Ah, okay. Da geht's nur um die Damage Reduction bei Smiting. Ist nicht. Na gut, machen wir das. Justice. Meinst du? So, du machst das auf die Amiri. Du machst das auf dieses Ding hier. Wow. Ein Schlag und tot. So, dann machen wir gleich den nächsten. Und zwar diese Spinne. Du könntest noch einen Large Person auf die Amiri sprechen. So, du hast als Opfer. Hey, warte mal. Wieso bist du schon wieder vorgegangen? Habe ich dir nicht gesagt, dass du holden sollst? Stop. Dolm. Sprich mal ein Prayer. Stimmt, sie macht wirklich einen Sneak Attack mit ihrem Dings. Sie macht wirklich einen Sneak Attack mit ihren Kampfsprüchen, die auf Touch Attack sind, glaube ich. 1d3 und 3d6. Mhm.
So, Valerie ist beschäftigt, du bist auch beschäftigt. Ah, warte mal. Das ist jetzt was Neues. Wer ist der? Silky. Gut, du. Mach doch bitte das da auf Silky. Okay, vielleicht machst du es auch nicht. Du hier machst bitte das da auch auf diese Silke. Ah, bescheuerte Steuerung. Du kill doch bitte mal diese Doom Spider. Du hier. Mach doch bitte ein Bane. Und du greif doch bitte Silky an. Und du greif doch bitte diese Giant Spider an. Autsch. Die haben jetzt auf mich einen Sneak Attack gemacht. Nicht richtig. Ja, ganz offensichtlich. Das dazu. So, du hier machst vielleicht mal das da. Nachdem du nichts Besseres zu tun hast. Okay. Könnten wir das Ding einfach killen? Ah, geschafft. The curse gains power. Await the report. Okay, gut. Wir sind gestorben, aber alle anderen leben. Ist ja schon mal ganz okay. Das zeigt uns nur, dass unser AC einfach zu niedrig ist. Achso, sollen wir die Pause weggeben, oder? Na gut, dann können wir eh gleich wieder zurück heimgehen. Weil ich möchte nicht mit mir so rumrennen, wenn ich so ausschaue. Und wir sind sowieso ganz knapp vor zu Hause. Yay. Okay, Freunde. Dann schauen wir mal, was steht da. Fragment of an ancient pillar covered with encoded eroded letters of an unknown irgendwas. Und zum Holen gibt es hier nicht viel. Ah, oh ja, warte mal, Silky hat was. Na schau an. Auch nicht schlecht. Schauen wir mal, was hat die da gehabt? Einen Dolch. Einen Ring of Protection plus 1. Na, den kriegst du gleich du. Und was ist das? Eine Wyvern Skin Cloak. This cloak grants its wearer plus 2 Enhancement Bonus to Natural Armor and plus 4 Resistance Bonus on Saving Throws against Poison, Sleep and Paralysis. Schau dir was an, der ist auch nicht schlecht. Den geben wir gleich mir. Was haben wir jetzt da abgelegt? Den plus 1 oder Cloak of Resistance. Was hast du da? Winter Whale. Ach, sie hat eh noch keinen. Und schon hat sie einen. Finde ich gut. Na gut dann, Freunde. Lasst uns wieder wandern gehen.
Ja, für diese Folge sage ich mal Tschüss von den Zuschauern auf YouTube. Oh, da geht es nicht weiter. Habe ich gut gemacht. Da geht es hier durch. Ich hoffe, ihr schaut uns das nächste Mal auch wieder zu. Ja, bis dahin, einen wunderschönen Abend und schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.